Mein Name ist Christa Schmidt, ich bin Gästeführerin und seit 10 Jahren stellvertretende Vorsitzende im Moormuseum Moordorf e.V. Und ja, wir sind ein privates Museum mit einem ehrenamtlichen Vorstand. Wir haben genug zu tun, um immer das Museum weiterzuentwickeln, weil wir ja als privates Museum eben keine großartige Unterstützung bekommen und auf die Besucher angewiesen sind. Wir sind hier im Museum in der Halle. Insgesamt sind wir ein Freilichtmuseum, aber wir haben natürlich auch eine Dauerausstellung hier in dem Gebäude hier. Und wir zeigen hier ja zum einen die alten Geschichten, also die Funde im und am Moor, aber wir zeigen auch die Lebensbedingungen und die Entwicklung des Dorfes Moordorf. Das Ziel des Museums ist zum einen diese Geschichte wachzuhalten, die Erinnerungen, zum anderen aber auch für die Nachwelt zu erhalten, weil man sich das teilweise ja überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie diese Bedingungen hier selbst vor 60, 70 Jahren hier noch in Moordorf waren. Wenn die Sonne untergeht, wenn dann wirklich mal das Wattenmeer auch zu sehen ist, dann finde ich das also wirklich wunderschön. Oder wir zur Insel fahren mit den Kindern oder Enkelkindern. Wenn es dann ablaufend Wasser ist oder aufkommt, aber noch relativ niedrig, dann kann man ja Seehundbänke sehen und Seehunde. Das ist natürlich auch ein Erlebnis, ne? Das Wattenmeer bedeutet für mich der Wechsel der Gezeiten. Das ist ja auch etwas, was im Leben auch immer vorkommt. Hoch und tief und ganz ruhig oder laut, also stürmisch oder ganz ruhig, weil sehr oft ist es abends so gegen 6:30 auch mal windstill und dann abends da sitzen oder am Strand entlang spazieren oder am Watt entlang spazieren. Das ist dann einfach Ruhe, Frieden, Weite, Feierabend, Erholung sozusagen.